Und meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich bei einer Millionen-Show, die ganz im Zeichen der guten Sache steht. Denn der gesamte Gewinn des heutigen Abends geht samt und sonders an die Aktion Licht ins Dunkel. Und Sie wissen ja, dass bei solchen Specials immer wieder Prominente bei uns auftreten und sich da unseren Fragencomputer stellen. Und auch heute haben wir wieder bekannte Persönlichkeiten aus Österreich hier bei uns am Start, die sich da richtig matchen werden, die sich richtig ins Zeug legen werden. Und es ist mir jetzt eine große Freude, Ihnen meine heutigen vier prominenten Kandidaten vorzustellen. Nummer eins, meine Damen und Herren, er war Lehrer. Dann war er der beste Witzeerzähler im deutschsprachigen Raum. Und jetzt ist er der bekannteste Hüttenwirt Österreichs, Harry Brünster. Harry, servus. Grüß dich. Hallo. Bitte schön. Okay. Oh, da hat er Fanclub mit, der Harry. Sehr gut. Ihr aktueller Hit lautet oder heißt Millionen Lichter. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ihr heute da bei unseren Fragen auch immer wieder das eine oder andere Lichtl aufgehen wird. Christina Stürmer. Servus. Freut mich besonders. Grüß dich. Nächster Kandidat ist Drehbuchautor, der ist Moderator, der ist ein Heinz-Dampf in allen Gassen, der ist ein Kabarettist, der kann eigentlich alles. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte mit mir Michael Ostrowski. Aufpassen, tut er nicht weh. Servus. Und er ist es gewohnt, mit Startnummern in Verbindung gebracht zu werden. Startnummer 4 hat heute einer, wo ich wirklich, glaube ich, jetzt ein Jahrzehnt lang probiert habe, dass ich ihn dazu überreden kann, hierher zu kommen. Er ist Olympiasieger, er ist mehrfacher Weltmeister, er hat 29 World Cup Rennen gewonnen und zweimal den Gesamt-World Cup im Skifahren. Stefan Eberharter. Ich darf Ihnen noch zwei Damen vorstellen. Zum einen die Geschäftsführerin des Vereins Licht ins Dunkel, Christine Tschürz-Knie, und vom ORF, dort zuständig für Humanitarian Broadcasting, Sissi Meierhofer. Grüß Gott, meine Damen. Und natürlich brauchen wir einen Sponsor für die heutige Gewinnsumme. Der Lebensmittelkonzern Spar ist so gut und übernimmt das Geld. Begrüße von Spar Magister Lukas Sövegiato. Herzlich willkommen. Und jetzt gibt es noch eine kleine, aber ganz wichtige Information, bevor es jetzt dann ernst wird. Sie können spenden, meine Damen und Herren. Das geht ganz einfach. Sie kennen es sicherlich schon. Unter 24 12 20 13 können Sie ab sofort anrufen. Beziehungsweise 0800 24 12 20 13. Da können Sie anrufen und Ihre Spende deponieren. Und wir haben ein besonderes Zuckerl noch für Handy-User in Österreich. Mit Sterndl 24 12 funktioniert das Ganze auf Basis Kurzwahl. So. Jetzt haben wir die Fakten alle draußen. Los geht's mit der ersten Auswahlaufgabe für meine vier Kandidaten. Kaufen Sie für Ostern, Nikolaus, Halloween und Silvester ein. A. Eierfarbe, B. Marzipanschweinchen, C. Gummifledermaus und D. Erdnüsse und Mandarinen. Das sollten wir zusammenbringen. Zu Ostern brauchen wir Eierfarbe, okay? Nikolaus, Erdnüsse und Mandarinen. Bei Halloween brauchen wir eine Gummifledermaus. Und zu Silvester Marzipan, Schweinchen als Glücksbringer. A, D, C und B hätte jetzt im Angebot. Alle haben es gewusst, und Christel hat es am einigsten. Christina, bitte. Bitte komm da her. Und wo ist unsere Startposition? Ja. Nein, lass hier mal neben dir stehen. Bitte.
Christina, dass du so ein Streber bist, du gleich. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich bin die einzige Dame in der Runde. Ja, ich glaub, das bist du alle. Michael. Oh, warte mal. Danke. Dem Vorteil, den wir lassen. 1000 Küsse. Christina, wie geht's dir? Lang hat es gedauert, aber schön, dass jetzt endlich einmal da bist. Die Ausstellung ist öfter ein Angerät. Ja. Was geht dann durch den Kopf, wenn man gefragt wird, geh, komm doch in die Promi-Millionen-Show? Ganz ehrlich? Ja. Man will sie ja nicht blamieren. Ne? Ja. Und man weiß ja nicht alles. Man weiß vielleicht viel, aber nicht alles. Ja. Und wenn du nicht alles weißt, das macht nichts, weil für das, was du nicht weißt, gibt es ja Joker. Ja. Gut, Christina, du kennst dich ordentlich aus. Ja. Du weißt, wie das geht. 15 Fragen haben wir. Ja. Am Ende steht nicht die Million, sondern 75.000 Euro für Lichtes Dunkel, drei Joker. Und ich und mich als dein Gegenüber, der da die Fragen vorliest. Sehr gut. So, dann hoffen wir, dass dir die Lichtlein so aufgehen in einer Tour, gell? Millionen davon oder 75 davon? 75.000 schon. Ja. Eigentlich brauchen wir nur 15 Lichtel aufgehen. Na, dann haben wir es schon. Klingt zu wenig, ist aber ganz schön viel, gell? Okay. Du wirst es schon schaffen, Christina. Los geht's, oder? Ja. Gut. Wer abends in einem Lokal total die Zeit vergisst, ist ein Skifahrer, oder? Also Schaukelstuhl, Plüsch, Sofa, Barhocker oder Schreibtischsessel? Ein Barhocker, C. Richtig. Beim Memory-Spielen wird man im wahrsten Sinne des Wortes zum Spion oder zum Spitzel, zum Agenten oder zum Aufdecker? Das ist der Aufdecker. Sehr gut. Schau, wie es geht. Das ist ja so, so. So, I love you, yeah, 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 now and forever. Er hat vielleicht anders gesungen, der John Lennon. Wie lautet der Titel dieses Kultsongs? Wienerin vielleicht oder Woman oder Gala oder Welt der Frau? Be a woman. Genau. Ja. Ja, genau. Now and forever. Gut, jetzt haben wir schon bei 400 Euro. Die Frage, nach welchem weltberühmten Österreicher lässt sich vorwärts wie rückwärts gleich lesen? Was? Du motzte Mozart, du schnitzte Schnitzler, du klimperte Klimt oder du erfror Freud. Was? Schau, das ist so eine Leitungssteherfrage wahrscheinlich. Nein, überhaupt nicht. Du brauchst nur von vorn und von hinten lesen. Und wenn zweimal das Gleiche rauskommt, dann hast du die richtige Antwort, Christina. Was? Du? Also. Warte mal, ich glaube, es ist die. Du erfror Freude. Ist es D? Schon, gell? Ja, probier halt, du schnitzte Schnitzler von hinten zu lesen. Nein, das ist ja. Nein. Es muss ja mit D anfangen, weil es ja immer D. Du ist von, ne? Ja, genau. Sehr gut. Du erfroren. Kombinierer. Und dann haben wir noch die fünfte. Der Hausberg von Bad Aussee ist der. Ei. Geek, Nerd, Freak oder Loser? Ja, ihr lacht jetzt, gell? Der Skifahrer lacht. Ich glaube, das ist ja ganz klar. Bad Aussee ist ja meine Gegend, da bin ich immer unterwegs. Nein, es ist die. Der Loser. Der Loser. Ah, der Loser. Der Loser. Okay, dann haben wir es natürlich. 500 Euro. Ja, klar. Jetzt kommt eine Frage, die ich wahrscheinlich schon 100 Mal gestellt krieg. Wenn dir jemand vor 10 Jahren, wann war es der Mania? 2003? Ja, zum Vorsingen bin ich gegangen, 2002. 2002. Wenn dir jemand vor 10, 11 Jahren gesagt hätte, dass du in 10 Jahren bei der Promi-Millionen-Show sitzt. Das wollte ich eigentlich zum Schluss sagen. Dass du bis dorthin 1,5 Millionen Tonträger verkauft haben wirst, dass du wahrscheinlich goldene Schallplatten gemacht hast, Platinen nicht mehr möglich, dass die in Deutschland einen Haufen Leute kennen, dass die auf und ab spielen. Was hättest du dem gesagt? Ein bisschen deppert. Oder, nein, also, das hätte ich ja, das ist,
selbst wie ich mich damals bei Starmania beworben habe, war es ja auch, ich war ja der festen Überzeugung, ich habe meinen ganzen Urlaub zusammengenommen in der Buchhandlung, wo ich gearbeitet habe. Meinen ganzen Zeitausgleich, also jegliche Überstunden, weil ich der festen Überzeugung war, dass ich nach der Sendung oder wenn ich jetzt quasi rausfliege, dann wieder da ganz normal in den Buchhandlung gehe. In der Buchhandlung gearbeitet, in Linz, gell? In Linz auf der Landstraße. Ja, geteischt hast du. Ja, geteischt habe ich mich. Du bist super unterwegs. Nein, wirklich. Ja, kann man nicht beklagen. Nein, sensationelle Partie, die du da hingelegt hast. Wirklich. Und dabei muss man es jetzt einmal sagen, du hast, ich will nicht sagen, nicht einmal gewonnen, aber du hast nicht gewonnen. Du warst Zweite damals und bist dann gekommen wie eine Rakete. Super. Christina, fahr weiter dann bei uns. Frage 6.000 Euro. Licht ins Dunkel, gesponsert von Spar. Was wird in der Lingerieabteilung angeboten? Jappi? Beatnik, Hipster oder Bobo? Das ist C, der Hipster. Was ist der Hipster? Lingerieabteilung, das ist doch Unterwäsche, oder? Ist schon klar, aber was ist ein Hipster? Hat das was mit Hüfte zu tun? Ich glaube, es ist ein Hipster. Was ist ein Hipster eigentlich? Also ein Juppie ist ja ganz was anderes, das ist ja nichts zum Anziehen. Bobo, weiß ich nicht, meinst du da einen DJ-Bobo vielleicht? Womöglich. Womöglich. Beatnik oder wie auch immer man es ausspricht, kenne ich auch nicht. Hipster, ich glaube, es ist so ein Hosau mit Bein, glaube ich. Oder es ist so nicht so hoch geschnitten. Ja, weiß nicht. Hipster. Ich glaube, auf alle Fälle ist C-Hipster. Da steckt Hüfte drin für mich. Hipster hast du gesagt, oder? Ja, Hipster, C habe ich gesagt. Okay, einlocken. Der Hipster ist ein Hüftslip, Christine. Ah, so, ja. Okay. Das war's. Gut, naja. Wobei handelt es sich um einen sogenannten Hashtag? Ja. Oder einen Hashtag? Hashtag, ja. Ed Armin, Raute Millionenshow, Euro eine Million oder plus Antwort minus Joker? Das ist B, Raute Millionenshow. Hashtag, ich kenne mir ja. Also zu 100% kenne ich mich auch nicht aus bei dem Ganzen, aber Ed Armin ist ja, das Ad-Zeichen ist doch immer bei irgendwelchen E-Mail-Adressen. Mhm. Und Hashtag ist doch eigentlich das Wort für, wenn man ja noch irgendwas sucht im Internet, so Stichworte. Ich kenne das nur von diesen ganzen Social-Media-Plattformen und Instagram, wo man die Fotos machen kann. Und dann immer Mädels, die sich heiße Sachen oder einen Hipster-Anzug haben, schreiben dann, Raute Hipster, Raute Girl, Raute Cute, Raute irgendwas. Musst du alles was? Gell? Deshalb B, Raute Millionenshow. Gut. Raute Millionenshow, sagst du? Ja. Wie du dir erklärt hast, dass du es ob tagtäglich Stunden damit zu tun hast. Sehr gut. Also Tags sind Schlagwörter, die mit einem Rautezeichen, eben dem Hash, versehen sind. Wunderbar. Sehr wunderbar. Gut, weiter. Yes. Während des indischen Holi-Fests wird traditionell, ich glaube, jetzt brauche ich euch, aus Tarotkarten gelesen, Samba getanzt, mit Farbe geworfen oder mit Stieren gekämpft. Mhm. Warte mal, indisch. Indisch. In Indien tanzt doch nicht Samba tanzen, oder? Mhm. Und Stiere kämpfen ist doch, glaube ich, auch eher Spanien und so, gell? Ich hätte prinzipiell A oder C gesagt. A oder C. Ich glaube, indisch ist doch viel mit Farbe und so, oder? Das ist schon buntes Land. Das ist buntes Land. Buntes Land. Buntes Land. Ich glaube, es ist C. Mhm. Ich bin mir sicher, es ist C. Antwort C. Während des, also Samba tanzen, was natürlich zu Recht aus, also mit Stieren kämpfen in Indien, mit den Rindviecher. Eher Navio. Der Rohkarten lesen. Wollen es vielleicht auch machen, aber mit Farbe werfen tun sie auf alle Fälle während des indischen Holi-Fests. Ja, gut. Gut. Und jetzt kommen wir endlich zur Phase, wo ich mal eine blöde Frage an dich stelle. Eine blöde Frage. Nichts, hat nichts mit dem Quiz zu tun. Wie entsteht ein Lied?
Wie? Schreibt man da zuerst einen Text und das denkt sich dann eine Melodie aus oder ist das umgekehrt? Oder das ist total unterschiedlich eigentlich. Das ist wirklich oft unterschiedlich. Oft ist einfach ein Playback sozusagen schon da, also einfach eine Musik, irgendwie ein Layout sozusagen. Mhm. Und dann versucht man einen Text drauf zu schreiben. Teilweise sind einfach so Textfetzen da, die wo auch immer einfallen. Ob man da jetzt, weiß ich nicht, im Zug sitzt und beim Fenster ausschaut oder mit einer Freundin sich getroffen hat und beim Kaffeeklatsch über irgendwas geredet hat, wo man sich denkt, hörst irgendwie? Das ist eine schöne Geschichte und vielleicht kann man da einen Song draus machen. Dann schreibt man sich halt irgendwie so Fetzen auf, die man nachher dann irgendwie zusammenpasst. So einem, ja, dass es halt auch rund wird natürlich. Nur mit Wortfetzen ist nur kaliert. Und teilweise wird halt von vorn geschrieben, also wirklich, wo es von halt was gern, von vorne. Von vorne also wird von geschrieben. Vorne, also mit, gemeinsam mit Musik und Text. Und bei der Millionenlichter-CD jetzt? Ja. Nein, die heißt anders. Ich höre auf mein Herz. Ich höre auf mein Herz, genau. Wie ist denn da? Wie viel ist da von dir selber gekommen? Naja, wir haben da bei dem Album haben wir so ein Songwriter-Meeting gemacht. Also wir arbeiten meistens, also die Band von mir und ich, wir mit so 10 Songwriter ungefähr zusammen. Mhm. Und da haben wir sie getroffen und haben einfach so einmal über alles Mögliche geredet, so wie es klingen soll, dass es dreisprachig sein soll zum Beispiel und dass ich Gitarren sehr mag und dass einfach solche Dinge, dass nicht irgendwie mit Synthesizer oder Elektro nicht, dass in die falsche Richtung sozusagen gearbeitet wird. Und dann macht man sich eigentlich Termine teilweise aus. Also weiß ich nicht, hast du Zeit am 24. November, ich komme zu dir nach Köln oder wo auch immer, wo wir teilweise geschrieben haben. Gehen wir so an. Das Schönste war aber, muss ich gestehen, dass wir haben bei dem Album sehr viel bei uns in Niederösterreich geschrieben. Also im Garten und wir haben im Sommer großteils einfach das ganze Album vorbereitet. Und das ist halt schon schön, wenn du selbst klar auf der eigenen Terrasse sitzen kannst und dann tust du ein bisschen grün und ein bisschen blöd reden. Also richtig stressig war der Sommer, ne? Irre ja, stressig. Okay, okay. Dann was heißt, dann muss man wieder im Himmel, da kann man sich nicht drehen, gell? Ja. Aber dort sind teilweise echt super Sachen. Also. Aber die CD ist super geworden. Okay, Christina. Frage Nummer 9. Ich bin gespannt, wenn du den ersten Joker einsetzen wirst. Warte gleich. Ja, auf New Yorker Nummernschildern zu lesen, ist der offizielle Beiname des Staates, der da lautet The Empire State, The Liberty State, The Central State oder The First State. So gute Frage. Das Empire State Building ist in New York. Das war sie. Die Statue of Liberty auch. Oh, verdammt. Der Central Park auch. Auch stimmt. Oh, nein. Aber ich bilde mir ein, der Herr Dr. Magister Ostrowski hat in New York irgendwo studiert. Kann das hast sein? Du? Ja, echt? Stimmt total. Echt? Machst du das nicht? Nein, ich habe eine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Wie ist denn das mit dem Publikum? War das schon oft im Ausland und über dem großen See? Ja. Der eine oder andere vielleicht, ne? Ja. Der es war. War das jetzt schon ein Wink mit oder? Ja. Hast du einen Freund da oben sitzen? Ja, jetzt werden wir bald freuen. Ich glaube, es ist Empire State. Schau, das war eher so vom Bauchgefühl. Ja, nein, ich glaub, das ist, ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen was riskieren. Antwort A. Es ist A, der Empire State. Nur bist meinst. Die Empire State. Auf New Yorker Nummernschildern zu lesen ist der offizielle Beiname des Staates. The Empire State. Super. Richtig. Gut, dann springen wir auch auf die Sicherheitslinie, auf die zweite, bei Frage 10. Dann haben wir mal 10.000 Euro fix. Ja. Mit dem gleichen Mann liiert waren bekanntlich die Mütter von Fendrich und Jürgens, Walz und Haneke, Hundertwasser und Nitsch oder Baumgartner und Lauder. Was? Mit dem gleichen Mann liiert? Dem gleichen die Mann Mütter liiert von, waren die Mütter ja von dem oh und von dem. Ich hab keine Ahnung. Das war sie. Kannst du was ausschließen? Ich mein, alterstechnisch. Naja, ich wollte gerade sagen,
Baumgartner und Lauder sind doch alterstechnisch ein bisschen zweit auseinander. Wobei es gibt ja Frauen, die. Die auf Jungen stehen. Mit dem gleichen Mann liiert. Walz und Haneke sind doch auch. Haneke schaut definitiv älter aus wie der Walz. Und hat was an Nietzsche. Ja, hinter mir überhaupt nichts. Ich glaube, das war's, das Publikum. Sollen wir mal die Linie oder? Ey, warte mal, stopp. Es geht ein Raunen. Das Publikum hat da große Freude. Ich glaube, das war's, das Publikum. Dann sollte man sagen, dass nur die, die es wirklich wissen, die wirklich wissen, ohne Zweifel, genau. Oder? Genau, also jeder, Druck. Der das weiß, der soll drucken und wer es nicht weiß, der soll. Nicht drucken. Die Finger noch rum dann. Ich glaube aber. Ja, wir fragen das Publikum. Mhm. Ich habe eine Ahnung, aber das ist jetzt schlecht, wenn ich das sage. Gell? Okay, also die Ahnung behältst für die. Wie kann man vorstellen, wo die Ahnung kommt? Ist? Ja, ich glaube. Meine Damen und Herren, jetzt nutzt nichts mehr, jetzt seid ihr dran, wirklich. Jetzt müssen wir Gas geben. Christina Stürmer bittet, dass irgendjemand das Licht einschaltet. Ja, bitte. Bei der Frage Nummer 10, dass ihr ein Lichtlauf gibt. Ganz hell. Mit dem gleichen Mann liiert waren bekanntlich steht da, die Mütter von Fendrich und Jürgens, Walz und Haneke, Hundertwasser und Nietzsche oder Baumgartner und Laura, bitte. Die Frage hat was, gell? Hat was. Hat einen Schwierigkeitsgrad. Und sonst hörst du halt auf dein Herz, dein Herz, dein Herz. So, was gespannt. Haben wir da? 66% sagen Walz und Haneke. War das dein Verdacht? Ja, das war mein Ja. Sehr gut. Sag schon mal Danke im Voraus. Ich glaube, dass das 100%ig stimmt. B, gut. Walz und Haneke. Walz und Haneke. Gut, weil du warst die listig, nicht das mit Baumgartner und Lauder. Damit hast du die Zuschauer natürlich abgetestet. Ja. Haben immer noch 7% drauf getippt. Weil das wenig es geht um den Herrn Alexander Steinbrecher. Der Herr Alexander Steinbrecher, der war Komponist, war mit Hanekes Mutter verheiratet und nach ihrem Tod war er mit Walz Mutter liiert. Antwort B. Sehr gut. Grüß dich. Christina, es gibt jetzt eine Licht ins Dunkel CD. Ja. Da bist du drauf. Yes. Was hat es damit auf sich? Ich höre auf mein Herz. Bist du drauf? Ja, genau, das ist die Nummer. Da drauf ist dann irre viel Künstler drauf. Also viel Musiker, viel österreichische Musiker eben. Von Barauf Stellar, sind ja gerade riesig. Meine oberösterreichischen Kollegen. Okay. Die Anna F., ich glaube Julian Le Play. Mhm. Irre viel. Also echt super CD. Und der Rainer Lös geht natürlich an Licht ins Dunkel. Licht ins Dunkel. Du mit dabei. Frage Nummer 11, wir machen wieder weiter mit der Christina. Gehen ein ins letzte Drittel. Okay. Ja. Okay. Die Lautheit gibt die subjektiv empfundene Lautstärke an, gemessen in der Maßeinheit Venus, Jupiter, Merkur oder Sonne. Ich glaube, Sonne, aber. Warum? Das weiß ich auch nicht. Und das andere macht ja alles keinen Sinn. Sonne. Venus, Jupiter, Merkur, Sonne, du weißt ja, das sind alles ja. Planeten aber und unsere Sonne. Das irgendwo. Andere habe ich noch nie mitbekommen. Sonne, Jupiter. Ich glaube, es ist Sonne. Es ist aber gut, blöd, gell, wenn man nur zwei Joker hat und man riskiert jetzt Sonne, ja. D. Ja, ich meine, 10 haben wir ja fix, aber 10 das wäre ja fix, bitter, wenn man zwei Joker nicht vertut. Ja. Du glaub, kannst, vielleicht kannst du sie weitergeben dann an deine die Mitstreiter. Joker, geht das? Nein. Ha, ist es Sonne oder ist es nicht Sonne? Wahrscheinlich. Was? Wahrscheinlich. Ja, am besten ist hier, am besten ist einloggen, überprüfen und dann siehst du, ob du dich schämen musst.
Nein, da muss man sich nicht schauen. Oder ob du jubelst. Na ja gut, ich meine, Lautstärke hat schon irgendwas mit deinem Job zu tun, würde ich sagen. Ja, eh, aber... Ein bisschen mehr als... Mit dem Job von einem Religionslehrer. Komische Namen, das klingt doch alles komisch mit einem Sohne. Ich glaube, die Sohne. Antwort: die Sohne. Einloggen? Ja. Gut. Moment, meine Damen und Herren, ihr glaubt's, weil es ihr eilig habt. Also, der Psychologe Stanley Smith Stevens hat 1936 dieses Einheitszeichen, das Gesuchte, da festgelegt. Mhm. Ich glaube, dass es was mit Sonar zu tun hätte. Und dann liegt was recht dann neu? Sohne wahrscheinlich. Dann war Sohne ganz eine warme Geschichte. Jawohl. Ja. Also, Christina, wenn man sich ein bisschen bemüht, dann geht das gleich. Und dann schauen wir mal bei der 12. Frage. Ja. Und den 50-50 hast du noch. Und Telefonjoker, den Matthias Steuer, Peter Steinbeck, Clara Grünwald. Kenne ich alle nicht. Kenne ich alle nicht. Aber die lernen alles Wisser sind das alle. Okay. Die haben einen davon, wenn wir kennenlernen. Genau. Wie sagen die Australier zu Känguru-Jungen? Okay. Chandler. Phoebe. Oder Phoebe, Joy oder Rachel? Oder B. Aber auch da, weil ich es irgendwo mal, glaube ich, gesehen habe im Fernsehen. Ich schaue gern so Natur-Sendungen. Mhm. Mhm. Aber du kannst einmal einen 50-50 reinhauen. Da sind zwei weg. Ja, nehmen wir mal einen 50-50. Ja. Schauen wir, was dann da bleibt. Phoebe oder Joey? Da kommt Gepuste aus dem Publikum. Wie sagen die Australier? Ich glaube, es ist Phoebe. Oh, oder auch nicht. Siehst, das war jetzt ein ausgesprochen gutes Gehör. Sohne. Sohne. Sohne funktioniert. Oder ist es doch Joey? Joey. Phoebe. Känguru. Kleines Känguru. Ich glaube, es ist C. Warum glaubst du das, Christina? Weil es in der vierten Reihe war. Ja, das war so bestimmend, finde ich. Finde schon. Und jetzt, wo wir darüber reden, ich glaube, ich habe das einmal in einer Fernsehsendung. Das ist schon. Also jetzt kommt es nicht mehr aus, aber wenn du sagst in der Sendung und wenn du sagst Universum, dann ist es natürlich ganz super. Ich glaube, es war Universum, ja. Auf ORF, nicht? Auf ORF. ORF, ja, genau. Universum, ja. Mhm. Ich glaube, es war eine Sendung in Australien. Ich höre eins, was du für ein Gedächtnis eigentlich hast. Ja. Du da bin auch immer wieder verblüfft. Okay. Ja, ich glaube, du nimmst die Antwort C. Mhm. Oho. Was? Ja. Mann. Ich meine, haben wir 25? Ich mein, also ob da nicht irgendjemand ein bisschen vorschnell gewesen ist da oben da. Nein, passt. Nein, oder? Passt. Passt. So, aber jetzt habe ich dich. Ja. Aber wenn er nichts da will, sorry. Aber jetzt habe ich dich. Einmal musst du zittern. Ja. Was ist besonders im Gebirge häufig zu finden? Ha? Ja. Atlasmoos, Landkartenflechte, Globusalge oder Stadtplangras? Komme ich wieder mit irgendwas, ich habe es schon mal gehört. Ich glaube, es ist Atlasmoos. Glaubst? Ich glaube. Ja. Atlasmoos. Das habe ich schon wo gehört. Das ja, kenne ich. Absichern vielleicht, ha? Glaubst? Bei Frage 13? Ja, aber ich brauche dann vielleicht bei der 14. Frage wen. Vielleicht kommst du auch gar nicht bis zur 14. Frage. Aber es ist Atlasmoos. Könnte es jemand von den Joker wissen? Nein, ich glaube nicht. Gebirge. Das sind.
Ich glaube, das war es keiner von den Joker. Ich glaube, die waren genauso wie ich. Die würden wahrscheinlich. Nein, es ist Atlasmus. Außerdem, warum ist es Atlasmus? Warum? Weil das. Schaut das irgendwie aus wie irgendwas besonders? Wie Atlas mit Moos? Du machst mich unsicher jetzt. Ich glaube, es ist Atlasmus. Du, wenn jetzt wen anruft, dann darf ich aber ja nicht sagen, dass ich glaube, es ist Atlasmus. Du darfst kein Wort sagen, wenn es jemand anruft. Du musst es nur vorlesen. Sollen wir wen anrufen? Was wirklich? Tut denn der Matthias Steuer? Der was ist denn der? Rechtsanwalt. Rechtsanwalt und der Peter Steinböck? Der. Was macht. Der arbeitet bei einer Booking-Agentur. Der ist aber sehr. Der weiß wirklich viel. Und die Clara Grünwald sehr gute ist häufig im Gebirge zu finden. Nein, ich meine nicht. Mich gar nicht. Okay. Die gar nicht. Die studiert. Aber nicht Gebirgswissenschaften. Oder Biologie oder sonst irgendwas. Oh, ich glaube, es ist Atlasmus. Es ist zum Haare raufen. Stadtplangras, das ist doch komplett. Klingt doch. Was machst doof. Du, wenn die Stadt schlägt? Jo, nicht, mich nicht ins Stadtplangras legen. Ach so, ja, stimmt auch wieder. Landkartenflechte, Globusalge. Okay. Ich glaube, es ist Atlas. Was machst du jetzt? Ich sag pass auf, Atlas. Pass auf, es gibt eine andere Möglichkeit. Ja. Du kannst ja aussteigen. Ah, stimmt. Du musst ja nicht. Nein, das ist ja blöd, wenn ich einen Joker habe. Hör zu, wissen tust du ja nicht genau. Wissen tust du ja nicht genau. Du glaubst, du hast es gehört. Ja. Das nennt man so das gefährliche Halbwissen. Ja, ja. Ich hab das auch ständig. Gefährliches Halbwissen. Ich glaube, ich weiß alles. Ja. Ich bin, aber du musst ja nicht. Du musst jetzt nicht spülen. Du kannst ja, wenn es jetzt ein. Du könntest jetzt dann aussteigen, theoretisch. Aber ich darf meinen Joker nicht weitergeben. Nein, den nimmst du halt mit heim. Nein, ich mag ja. Nein. Dann rufen wir ihn an. Dann rufen wir ihn an. Ja. Ich rufe den Peter Steinböck. Peter Steinböck, gut. Ja. Das ist der von der Booking-Agentur. Ja. Der vermarktet dich. Ganz gut. Oder? Na, früher haben sie es gemacht. Bitte was? Früher hat er das gemacht. Okay. Ganz gut. Okay. Der ist wo daheim? In Wien oder Dulln. Wie wo jetzt? Ich glaube, er wohnt in Thun. Nein, er wohnt in Wien. Am Fuße des Gebirges. Am Fuße der Gebirge. Wie heißt das geschwind? Im. Ja. Herr Steinböck. Ja, grüß dich. Armin Assinger, grüß Gott. Ich merke, Sie haben eine große Freude. Ja. Ich hüpfe auf und ab. Sehr schön. Jetzt müssen Sie es aber wieder einkriegen, Peter, weil Sie müssen da Christina da hinweghelfen, jetzt bei dieser Frage 13. Ich hoffe, 13, cool. Ja. Und noch, sie hat gesagt, nachdem Sie ein richtiger Bergfecht sein, jede freie Minute in den Bergen zubringen, wandern etc., ja. Passt es genau eine in ihr. Berge und ich, na, ja was, das genau. Ist ein genau so. Gut. Christina wird vorlesen und Sie werden ja. Bitte die richtige Antwort geben. Geht schon. Ich werde mich bemühen. Ja, hallo, Peter. Hallo. Was ist besonders im Gebirge häufig zu finden? Atlasmoos, Landkartenflechte, Globusalge oder Stadtplangras? Was war das zweite? Landkartenflechte. Im Gebirge. Also ich weiß nicht, Landkartenflechte und das vierte kommt mir irgendwie alt und verkennen durch gar nicht. Ja, das heißt Atlasmoos oder Globusalge? Globus. Na, Atlas und Gebirge ist nicht. Nein. Ist nicht ganz. Das ist taktisch von ihm wieder sehr gut gewesen, wenn mein Steinböck nämlich langsam reden. Bitte noch einmal sagen, bei Donnerstag sind die 30 Sekunden vorbei und er ist aus dem Schneider, weißt du? Ja, aber stimmt, das klingt albern. Landkartenflächen so. Statt. Jetzt hat es der Peter Steinböck nicht gewusst. Ja. Du hast eine Vermutung. Ja. Wie schaut drittens jetzt die Konsequenz daraus aus? Traust du drüber Atlasmoos oder sagst, ist mir zu heiß, Haufen Geld verlicht ins Dunkel, 25 ist mehr wie 10.000. 25 ist mehr wie 10.000, aber 35 war nah. Ihr wollt kannst, dann die 75? Sicher. Du kannst 10.000 gewinnen, aber 15 nicht verlieren. Ja. Ich bin mir
fast so sicher, dass es Atlasmoos ist. Ja, Christina, wenn du jetzt aussteigen würdest und du sagst dann auch Atlasmoos und das ist richtig, bist du der moralische Sieger. Na, dann nehmen wir 10. Die 10 wollte ich unbedingt. Was für eine 10 nimmst? Dann nehmen wir die 10. Wieso? Die 25 nimmst du? Ach so, ah ja, ich fliege nicht runter. Oh, stimmt, dann nehmen wir die 25. No. Jetzt hast du es verstanden. 25.000 für Christina Stürmer. Jawohl. Wenn man draußen sitzt, ist einfach eine Ausnahmesituation, gell? Ja. Das ist ein bisschen gefährlich. Also, Atlasmoos ist dein Tipp, auf dem du geritten bist. Bis Halleluja. Im Gebirge häufig zu finden, auf Felsen wachsend, leuchtend, gelb-grün, eine Landkarte. Flechte, die oft große an Landkarten erinnernde Flächen überzieht. Na, Christina. Okay. Jetzt werden alle sagen, der war gescheit, dass er da ausgestiegen ist. Ja, ey, Christina, 25. Der gescheit war das. Bitte Platz. An der Stelle wieder der Hinweis auf unsere Spenden-Hotline 0800 24 12 20 13 oder über mobil in Österreich.